Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Buchschnack. Es gibt eine kleine Planänderung heute. Und zwar sah der Plan eigentlich vor, dass Sandra und ich euch heute unsere Neuzugänge zeigen. Und jetzt ist es so, dass nur ich euch meine Neuzugänge zeige. Das liegt daran, dass ich mich erkältet habe. Ich bin ziemlich sicher, das ist einfach nur eine stinknormale Frühjahrserkältung, diese 3 Tage Frühjahrserkältung, die jeder Dritte bekommt. Aber mir ist das Risiko jetzt zu groß, dass ich Sandra anstecke mit etwas, von dem ich glaube, das war einfach nur eine Frühlingserkältung. Und ja, das möchte ich nicht. Ich möchte da jetzt keinen anstecken. Deswegen habe ich Sandra heute abgesagt. Leider, das werden wir aber nachholen. Aber das ist auch in Ordnung. Jetzt zeige ich euch einfach meine Neuzugänge und wir machen das mit Sandras Neuzugänge separat. Sandra und ich möchten ja auch mal wieder die Neuerscheinung drehen. Das haben wir auch ziemlich schleifen lassen. Was daran liegt, dass ich es maximal schaffe, ein Video in der Woche hochzuladen. Das liegt einfach daran, dass wir zwar einen Termin zum Drehen finden. Also das finden wir schon und da drehen wir auch mehrere Videos hintereinander. Aber es ist so schwierig. Ich bin sehr perfektionistisch veranlagt, was das Schneiden angeht, muss ich sagen. Es stört mich selber. Es geht bei mir da um Millisekunden, wo ich den Schnitt setze. Also ich muss damit wirklich sehr zufrieden sein. Das fällt euch wahrscheinlich gar nicht auf. Ich bin da mit Sicherheit zu perfektionistisch veranlagt. Das ist furchtbar. Dabei tendiere ich da gar nicht hin. Ja, aber darum dauert das Schneiden auch immer recht lange. Und ja, das haben wir einfach nicht geschafft. Jetzt möchten wir gerne oder wollten gerne und haben uns ganz fest vorgenommen, die Neuerscheinung für den April zu drehen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil ich eben noch nicht ganz 100% gesund bin und ich Angst habe, dass ich Sandra anstecke. Und Sandra hat auch einen kleinen Sohn, also da möchte ich auch nichts riskieren. Und ich muss jetzt mal überlegen, ob mir da was einfällt, wie wir das trotzdem machen können. Ich habe schon eine Idee im Kopf, die wird ziemlich lustig, wenn das klappt. Jetzt möchte ich natürlich gerne, dass das klappt. So dass wir auch endlich wieder die Neuerscheinung drehen können. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also ich hoffe, das klappt. So genug rumgeschwafelt. Ich möchte euch jetzt unbedingt meine Neuzugänge zeigen. Ich möchte nämlich ins Regal einsortieren. Nee, das kann ich gar nicht. Mein Regal ist immer. Ich habe immer noch dieses Regalproblem. Es sind wahnsinnig viele Neuzugänge. Das sind die Neuzugänge der letzten 3 Monate, möchte ich gerne sagen. Aber ich fürchte, es sind die Neuzugänge der letzten 2 Monate. Ja, und was da alles dabei ist, das zeige ich euch gleich. Also schnappt euch eine Tasse Tee. Macht's euch gemütlich und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. Zu meiner Verteidigung möchte ich sagen, dass das zu 95% alles Bücher sind, die ich entweder gelesen habe schon auf meinem Kindle oder mir ausgeliehen habe und dann gelesen oder gehört habe. Also das sind zu 95% keine Bücher, die auf meinem Sub landen. Jawohl. Ich blende euch mal hier unten ein, wie teuer die Bücher waren. Die App lädt gerade nicht, die Rebuy-App, weil die Internetverbindung so miserabel ist. Ja, und das erste Buch ist von Stephen King, Friedhof der Kuscheltiere. Und ich glaube, da muss ich jetzt nicht allzu viel zu sagen. Ich habe meine Stephen King-Sammlung ein bisschen aufgemöbelt. Das werden jetzt viele Bücher von Stephen King. Das liegt aber nur daran, dass ich auch wirklich sehr viele gelesen habe. Ich die meisten aber mir damals ausgeliehen habe in der Bibliothek hier. Und ich möchte die Bücher einfach jetzt auch haben. Und die waren sehr, sehr günstig. Es hat ursprünglich 10 € gekostet, das Buch. Ich weiß es nicht, wie teuer das jetzt war. Ich blende es euch, wie gesagt, ein. Das nächste Buch, das kennt ihr auch alle, weil das schon tausendmal in die Kamera gehalten wurde. Das wollte ich ja unbedingt haben. Und ich habe mit Christine von Christinchen drüber gesprochen. Oder sie hat es irgendwie mitbekommen, dass ich das unbedingt haben wollte. Ich weiß gar nicht, Christine, wie das überhaupt war. Ich glaube nicht, dass ich dir das gesagt habe. Und ratet mal. Sie hat mir das geschenkt. Das war in einem Paket. In einem Paket, das habe ich euch in der Insta-Story gezeigt. Wenn ihr uns da noch nicht folgt, dem Buchschnack, dann macht das mal unbedingt, weil in der Insta-Story nehme ich euch wirklich überall mit hin. Und das Paket habe ich euch von Christinchen, habe ich euch da gezeigt. Da lagen ganz viel Tee. Ein Tee im Übrigen trinke ich gerade. Ganz viel Tee drin, wollte ich sagen. Ein Tee trinke ich gerade und zwar ist das, und der ist richtig lecker. Apfel und Zitrone.
Von welcher Marke ist denn das? Das spreche ich bestimmt nicht richtig aus. Shodima. It is better to light one little candle than to curse the darkness. Schön, ne? Ja. Und der Tee ist auch sehr lecker. Ja, das Buch lag, wie gesagt, drin. Ich glaube, da brauche ich auch nichts mehr zu sagen, oder? Ich kann euch das ja mal vorlesen. Ich lese euch trotzdem mal vor, worum es in dem Buch geht. Als Nina die Nachtschicht erhält... Was lese ich denn da? Als Nina die Nachricht erhält, dass Tim, ihr bester Freund aus Kindertagen, unerwartet gestorben ist, bricht eine Welt für sie zusammen. Vor allem, als sie erfährt, dass er sie noch kurz vor seinem Tod fast manisch versucht hat zu erreichen. Und sie ist nicht die Einzige, bei der er sich gemeldet hat. Tim hat ihr nicht nur eine geheimnisvolle letzte Nachricht hinterlassen, sondern auch einen Auftrag. Sie soll seine Schwester finden, die in den schier endlosen Wäldern verschwunden ist, die das Dorf, in dem sie alle aufgewachsen sind, umgeben. Doch will Nina das wirklich? In das Dorf und die Wälder zurückkehren, die sie nie wieder betreten wollte. Und jetzt, wo ich das vorlese, habe ich gerade so ein Déjà-vu. Das haben Sandra und ich euch ja schon mal vorgestellt in den Neuerscheinungen irgendwann im letzten Jahr. Das sind ja gemischte Kritiken, die das Buch hier so beschreiben, aber ich bin schon sehr gespannt drauf und freue mich auch drauf. Das wäre eigentlich ein schönes Hörbuch. Ich muss mal gucken, ob es das auch als Hörbuch gibt. Ich finde das Cover auch sehr schön, muss ich sagen. Ich gucke gerade so, weil das so spiegelt, aber es sieht auch sehr hübsch aus. Dann... Das zeige ich euch nicht, weil das ist auch in dem Paket gewesen von Christine, von Christinchen. Das ist aber für Sandra. Also Christine hat, ach, sie ist so ein toller Mensch. Sie hat für mich was reingelegt, ein Buch, und für Sandra. Und das war auch etwas, das wir vorgestellt haben in den Neuerscheinungen. Und Sandra tatsächlich, von dem Sandra tatsächlich gesagt hat, sie möchte es gerne lesen. Das ist was sehr ungewöhnlich ist. Jetzt seid ihr bestimmt neugierig. Da müsst ihr jetzt noch warten, bis Sandra ihre Neuerscheinung vorstellt. Dann... Es ist jetzt auch so ein bisschen random, ne? Also ich habe hier keine Reihenfolge. Habe ich ein Buch von Stephen King, das ich nicht kannte. Also nicht, dass es ungewöhnlich ist. Ich kenne ja jetzt nicht alle Bücher von Stephen King, ja. Aber ich habe noch nie was hiervon gehört. Das ist Gwendys Wunschkasten. Das ist von Stephen King und Richard Chizmar. Das habe ich bestimmt auch falsch gesagt. So sieht es aus. Das ist so ein ganz dünnes. Das erinnert mich so ein bisschen an... Was habe ich denn da in Leipzig gekauft? Wie hieß denn dieses komische Buch? Moment. Mein Gott, also in meinem Bücherregal mittlerweile was zu finden, ist, das ist eine reine Glückssache. Da stapeln sich Bücher über Bücher und Vorbücher und dahinter auch. Mich erinnert das ein bisschen an die Erhebung. Das habe ich ja in Leipzig gekauft, auf der Leipziger Buchmesse. Da verlinke ich euch mal den Vlog hier oben. Und das ist ja so eine Novelle und das sieht schon ziemlich ähnlich aus, ne? Von der Dicke des Buches her und von der Aufmachung oder von dem Cover, Hardcover. Ja, und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also das war ja eher so, ich bin bestimmt einer der größten Stephen King Fans, aber ich weiß bis heute nicht, was er uns damit sagen wollte. Ganz schräges Buch. Ja, und hier geht es, wartet mal. Endlich wieder um Castle Rock. Ich habe ja Castle Rock schon vermisst, ne? Die kleine Stadt Castle Rock in Maine hat die seltsamsten Dinge erlebt. Warum sollte es der jungen Gwendy anders ergehen? Eines Tages schenkt ein schwarz gekleideter Unbekannter ihr einen Holzkasten mit lauter Schaltern und Hebeln. Wozu dient er? Gwendy probiert es aus und ihr Leben verändert sich von Grund auf. Bin ich sehr gespannt. Bin ich wirklich sehr gespannt. Ich meine, das ist ja so ein dünnes Buch. Wie viele Seiten hat das? 120 ungefähr. Weiß jetzt auch nicht, wie teuer das war. Das kostet ursprünglich 10 Euro. Könnt ihr euch das vorstellen? Erhebung war auch in dem Dreh. Ich glaube, Erhebung hat sogar 12 Euro gekostet. Also das ist einfach nur, wenn man Stephen King Fan ist, dann muss man das halt auch haben. Aber bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Dann, ihr Lieben, da freue ich mich sehr. Ich habe euch ja schon mal von PC Cast erzählt. PC Cast ist ja eine Autorin, die ich unheimlich gerne mag. Das sind Bücher, die ich vor vielen Jahren gelesen habe und ich habe das sehr, sehr, sehr genossen. Dass, in welchem Video habe ich davon erzählt? Ich habe euch das schon mal von PC Cast erzählt. Das weiß ich jetzt nicht mehr. PC Cast schreibt ja so
über ganz, ganz starke Protagonistinnen, schreibt mit ganz viel Humor und das, was bei Stephen King Castle Rock ist, das ist bei P.C. Cars Tulsa. Und ich habe mir, um meine Reihe endlich wieder zu vervollständigen, gekauft Mythica, Göttin des Lichts. Das ist ja eine ganze Göttinnenreihe. Und da habe ich die, die aktuell verfügbar waren bei Reba. Ich muss mal gucken, ob ich die Reihe dann vollständig habe. Die habe ich mir jetzt alle geholt. Das hat ursprünglich gekostet 8,99. Ja, das ist auch noch im guten Zustand. Sandra würde das wahrscheinlich wieder ein bisschen aufregen, weil hier die Ecken so ein bisschen, das seht ihr jetzt nicht, abgegribbelt sind, aber das ist völlig in Ordnung. Ich habe die Bücher alle schon gelesen. Achso, das hätte ich euch vorher noch sagen müssen. Ich habe nicht gelesen Stephen King, Gwendys Wunschkasten, das habe ich nicht gelesen. Aber das habe ich auch schon gelesen und fand das total toll. Ich fand die gesamte Göttinnenreihe toll. Ich fand bislang alle Bücher von P.C. Cars richtig toll. Und das ist auf jeden Fall, obwohl es eine Liebesgeschichte ist, aber mit so viel Humor geschrieben, dass ich das unbedingt die ganze Reihe nochmal lesen möchte. Ich lese euch auch mal vor, worum es hier geht. Pamela hat die Nase voll von mittelmäßigen Beziehungen zu mittelmäßigen Männern. Was sie will, ist die wahre Liebe und mit einem wirklich göttlichen Mann. Als sie ihren Wunsch leise vor sich hinflüstert, beschwört sie aus Versehen Göttin Artemis, die ihr gleich zur Hilfe eilt. Sie schickt ihren Zwillingsbruder Apollo unter die Sterblichen, um Pamela zu helfen. Doch Apollo ist nicht vorbereitet auf die funkensprühende junge Frau auf Stilettos. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen platt, aber das ist gar nicht so platt, denn die Protagonistin von P.C. Cars, die Hauptprotagonistin, sind perfekt unperfekte Frauen, ganz starke, perfekt unperfekte Frauen, die, und ich liebe das, mit ganz viel Humor und ganz viel Gefühl und ganz, ganz, ganz viel Leidenschaft, also sehr viel Leidenschaft. Und also es gefällt mir, die eigentlich keine Liebesgeschichte mag. Jetzt kommt etwas, auf das ich mich so freue. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, der Drachenbeinthron und dass das hier so eine ganz alten Ausgaben sind, die ich ja unbedingt mal tauschen wollte bzw. ersetzen wollte durch die Festeinbände. Und weil ich das hier als Hörbuch gehört habe und das so absolut hammermäßig grandios war. Und tatsächlich habe ich das jetzt auch gemacht. Mit dem Festeinband. Den ersten Teil habe ich mir schon geholt. Guckt euch mal diesen Wälzer an. Ist das nicht unglaublich? Der, weiß ich gar nicht, wie teuer der ursprünglich war. Sieht jetzt auch nicht so prall aus, ne? So aufregend. Einfach nur mal schlicht schwarz. Ich gucke ja immer gerne, wisst ihr ja, unter den Schutzumschlag nach. Und ja, da freue ich mich halt sehr. Ich glaube, dazu brauche ich euch wirklich nichts mehr sagen, weil ich euch damit ja... Ich knall euch damit ja zu mit dieser Reihe. Dann ein Buch, das ich tatsächlich noch nicht gelesen habe. Oh, ich komme mit meiner Schätzung mit 95% aber nicht hin. 95% habe ich schon gelesen. Ja, das ist auch wieder von Stephen King und zwar nennt sich das Wahn. Und das kenne ich auch gar nicht. Ich kann ja mal kurz gucken, von wann das ist. Das Buch ist von 86. Kenne ich nicht. Nach einem schrecklichen Unfall sucht Edgar Freemantle auf einer einsamen Insel Trost in der Malerei. Die Insel aber übt eine dämonische Macht aus und bald schon entwickeln Edgars Bilder ein unheimliches Eigenleben. Mhm. Ja, das ist auch ein ganz schöner Wälzer. Wartet mal, ich muss mal wieder den Aufkleber abmachen. Ich wünschte, sie würden das einfach mal sein lassen. Das hat gekostet ursprünglich 11 Euro, 10,99 Euro. Dann ein weiterer Teil der Mythica-Reihe von P.C. Cars, die ich ganz toll finde. Und zwar Göttin der Legenden. Das sieht so aus. Schade davon, wenn es Festeinbände geben würde, gebundene Ausgaben, dann hätte ich gerne welche. Aber gibt es nicht. Ich habe schon mal geguckt, weil die echt, diese Reihe ist so toll, Leute. Die müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Ich lese euch vor, worum es geht. Die junge Isabel wird von einer Wassergöttin vor dem Ertrinken gerettet. Zum Dank muss sie zurück in der Zeit reisen, in das sagenhafte Camelot von König Artus. Dort soll sie den attraktiven Ritter Lancelot verführen, damit er aufhört, Königin Guinevere weiter den Hof zu machen. Nichts leichter als das, glaubt sie. Doch wer hätte gedacht, dass ausgerechnet König Artus sich in die schöne Zeitreisende verliebt? Ja, das... ich freue mich. Ich hoffe, dass ich die Reihe voll habe. Wir müssen nachher unbedingt mal gucken. Das nächste Buch ist ein ganz, ganz besonderes Buch für mich und das... hat auch den Anstoß zur Rebuy-Bestellung gegeben. Also nur deswegen habe ich da eine Rebuy-Bestellung überhaupt getätigt. Das wollte ich unbedingt haben, nachdem ich das gehört habe. Das ist auch eins meiner
Hörgenüsse gewesen, Hörgenüsse des Monats. Und zwar ist das Ein wenig Leben. Und das habt ihr wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Mal gesehen oder davon gehört. Also das ist ein Buch, Leute. Ich verlinke euch mal, das habe ich als Hörbuch gehört, ich verlinke euch mal das Video, den Hörgenuss des Monats. Und da erzähle ich euch, was das Buch mit mir gemacht hat. Sehr nachhaltig und warum ich das erste Mal in meinem in meiner Lesegeschichte so extremst geweint habe, dass... mein Gott, ist das ein Buch. Wir können ja mal gucken, wie es unter dem Schutzumschlag aussieht. Recht unspektakulär. Was auch völlig in Ordnung ist, ne? Der Schutzumschlag ist mega fest im Übrigen. Also dieses Buch hat noch so eine hammermäßige Qualität, dass das ist wie neu. Ich kann euch auch nicht sagen, was das ursprünglich gekostet hat. Doch kann ich euch sagen, 28 Euro hat das eigentlich gekostet. Aber ich muss da mal sagen, dass das Buch, wenn das im Bücherregal steht, dann habt ihr da wirklich was. Ganz, ganz tolle, ganz große Literatur. Das nächste Buch habe ich mir auf Amazon gekauft, weil ich das gerne neu haben möchte. Und zwar ist das der erste Teil einer Reihe. Und da habe ich ja in einem der letzten Videos schon gesagt, dass ich mir jetzt nach und nach die Teile kaufen möchte. Jeden Monat einen Teil. Und wenn ihr die Videos guckt, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, wovon ich spreche. Und zwar von Harry Potter. Und das ist es unglaublich, dass es so dünn ist. Ich habe diesen ersten Teil so sehr viel dicker in Erinnerung, aber gut. Ja, und das ist ja die neue Ausgabe. Ich finde die schön. Wobei ich da noch ein paar Verbesserungsvorschläge hätte. Aber gut, das sieht schon gut aus. Ja, ich hätte gerne den Schub, aber der ist mir einfach zu teuer für einen einmaligen Kauf. Und ich habe ja schon die Harry Potter Bücher, allerdings in der alten Ausgabe. Und auch die kann man nicht mehr erkennen. Ich habe euch mal, also den ersten Band habe ich auch tatsächlich gar nicht, den habe ich mir damals ausgeliehen aus der Bibliothek. Ich zeige euch mal mein Harry Potter Buch und das ist der Feuerkelch, es sieht so aus. Also dann wisst ihr vielleicht, warum ich gerne jetzt die anderen Ausgaben hätte. Ja, das, aber den behalte ich noch, bis ich den Feuerkelch habe. Das nächste Buch ist... auch vom PC Cast, auch etwas, das ich schon gelesen habe, aber das ich noch nicht hier habe. Und zwar nicht die Mythiker-Reihe oder die Göttinnen-Reihe, sondern die Tales of Partholin-Reihe. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und zwar nennt sich der Teil Beseelt. Das ist der fünfte Teil dieser Tales of Partholin-Reihe. Und das ist auch eine tolle Reihe. Auch wieder mit ganz, ganz starken Protagonistinnen. Das hat ursprünglich gekostet 9,99 Euro. Die nächsten beiden Bücher sind von Stefan Harbort, habe ich von Amazon. Und ich merke gerade, dass die 95% Prognose überhaupt nicht hinhaut. Das war ja wohl eher Wunschdenken. Also das... ich habe von den ganzen Büchern, die ich jetzt bestellt habe, wenn ich ganz ehrlich bin, 50% gelesen. Also, und zwar sind die beiden Bücher von Stefan Harbort. Einmal Ich musste sie kaputt machen und Wenn Kinder töten. Ja, ich kann euch mal kurz vorlesen hier, worum es geht bei Ich musste sie kaputt machen. Das ist die Anatomie eines Jahrhundertmörders. Der Name Joachim Georg Kroll steht für eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Kriminalgeschichte. In mehr als zwei Jahrzehnten tötete der Serienmörder Mörder mehrere Frauen und Mädchen, bevor er von der Polizei gefasst wurde. Mit analytischer Schärfe untersucht der bekannte Kriminalist Stefan Harbort den Fall des Jahrhundertmörders. Dabei entsteht das beeindruckende Psychogramm eines Mannes, der Zeit seines Lebens von seinen Trieben gesteuert wurde. Ja, ich finde sowas ja immer wahnsinnig spannend. Ich finde es total interessant, die Psychologie von solchen Menschen. Und das Buch lese ich euch auch mal vor. Wenn Kinder töten, wahre Verbrechen, Deutschlands bekanntester Serienmörder-Experte klärt auf. Diese Kinder wussten, was sie taten. Ein sechsjähriger Junge findet bei seinem Onkel eine Pistole und erschießt damit später seine Klassenkameradin. Die Polizei überführt einen 13-jährigen Jungen, der zwei Gleichaltrige auf dem Gewissen hat. Ein 12 Jahre altes Mädchen tötet gemeinsam mit ihrem Freund Vater, Mutter und Bruder. Stefan Harbort schildert 7 Fälle, in denen Kinder zu Mördern wurden. Er erklärt, wie die Sozialisation in der Kindheit das Verhalten beeinflusste, was die Kinder außer Kontrolle geraten ließ und sie dazu brachte, diese unfassbaren Taten zu begehen. Oh, da freue ich mich. Das klingt sehr, sehr interessant. Also ich finde solche Sachen ja immer unheimlich spannend. Und was der psychologische Hintergrund ist, also wenn das auch tatsächlich sehr faktisch erklärt wird, freue ich mich schon sehr drauf. Freue ich mich sehr.
Das nächste Buch ist wieder eine Ergänzung zu meiner Mythiker-Reihe, zu der Göttinnen-Reihe. Und zwar ist das hier Göttin des Frühlings von PC Cast. Und ich lese euch auch wieder vor, was hier los ist. Linas Bäckerei läuft alles andere als gut. Während sie ein altes, geheimnisvolles Kochbuch liest, beschwört sie Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit. Diese schlägt Lina vor, die Gestalt mit ihrer Tochter Persephone zu tauschen, die der Bäckerei neues Leben einhauchen soll. Im Tausch muss Lina in die Unterwelt, um dieser den Frühling zu bringen. Dort trifft sie auf den geheimnisvollen, gutaussehenden Hades, den Gott der Unterwelt. Ja, es klingt nicht sehr anspruchsvoll. Ich liebe diese Bücher. Ich sage euch, ich liebe die Bücher total und habe gerade so Bock, dieses Buch auch, vor allem dieses Buch zu lesen. Es war grandios. Es ist auch total was für Sandra tatsächlich. Ich könnte diese Bücher jetzt alle nochmal lesen, wenn ich nicht so viele auf meinem Sub hätte. Das nächste Buch, das ich tatsächlich auch gerade als Hörbuch höre, auf das ich mich schon sehr gefreut habe, das ich schon seit Ewigkeiten haben wollte und ich weiß nicht, warum ich mir das immer nicht geholt habe. Kleiner Katzenkrieg. Hey, Loki, komm mal her. Komm mal her. Ja, du bist ein ganz feiner. Boah, lass mal den Stimpy in Ruhe, ne? Der ist wieder so eine Diva. Jo. Und zwar ist das von Stephen King S. Und das sieht nicht mehr ganz so schön aus. Das ist die ungekürzte Neuausgabe. Ist das die Neuausgabe? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es die ungekürzte Ausgabe. Kostet ursprünglich 12,99 Euro. Und jetzt muss ich mal kurz zum Loki gucken. Loki? Komm mal da weg. Ja, komm mal da weg. Nein. Es ist schwierig. Hier liegt überall Kartonage rum. Wo war ich gerade? Ja, das höre ich lustigerweise gerade als Hörbuch. Großartig. Also jetzt aktuell noch großartig. Zuerst brauche ich, glaube ich, nichts sagen. Also das kennt jeder. Hier geht es um Derry. Derry ist in Maine. Ein Ort in Maine und da schlummert das Böse in der Kanalisation. Alle 28 Jahre wacht es auf und muss fressen. 7 Freunde entschließen sich, dem Grauen entgegenzutreten und ein Ende zu setzen. Das habe ich gerade total blöd vorgelesen. Großartige Geschichte, großartiger Roman und bislang noch sehr, sehr großartiges Hörbuch. Das nächste Buch, das ich mir geholt habe, ist ein Buch, das ich schon gehört habe. Und das ist das erste Hörbuch gewesen von Stephen King, das ich gehört habe. Das war auf Empfehlung von Moni von Seitenraupe. Und zwar ist das Joyland von Stephen King. Und hier sind mal, ich weiß nicht, wie viele Aufkleber hier drauf sind. Ja, nochmal so ein Riesending, den kriege ich nicht ab, das sehe ich jetzt schon. Ja, und Joyland war ein ganz, ganz tolles Hörbuch. Ich lese euch das mal vor. Auf verhängnisvolle Weise kreuzen sich in einem kleinen Vergnügungspark die Wege eines untergetauchten Mörders und eines Kindes. Und mitten im sich überschlagenden Geschehen steht ein junger, unschuldiger Student und weiß, irgendwann ist es mit der Unschuld vorbei. Irgendwann hört jeder Spaß auf. Ja, fand ich großartig das Buch oder das Hörbuch und da musste ich natürlich unbedingt auch das Buch haben. Ich habe gesagt, dass es sehr viel ist. Next haben wir wieder ein Buch von, also ich glaube, jetzt habe ich auch wirklich die Reihe voll, von PC Cast. Und zwar ist das Mythika, oh Moment. Und zwar ist das Mythika Göttin des Meeres. Und das war auch ein tolles Buch. Also die Bücher sind so toll. Ich habe sie vor ganz vielen Jahren gelesen und ich kann mich immer noch an die Geschichte und an Einzelheiten aus der Geschichte erinnern. Und das ist ja schon ein Qualitätsmerkmal für die Bücher. Also ich kann die euch wirklich nur empfehlen. Ich lese euch mal vor, worum es in Göttin des Meeres geht. Bei einem Flugzeugunglück stürzt Christine ins Meer und ist kurz vorm Ertrinken. Da begegnet ihr in den Tiefen des Wassers Undine, die ihr einen Handel anbietet. Christine darf ihr Leben behalten, muss aber ihren Körper mit dem der Meeresjungfrau tauschen. Doch das Leben im Meer ist gefährlich. Göttin Gaia hat Mitleid mit Christine und verwandelt sie zurück. Aber alle 3 Tage muss Christine wieder ins Meer. Und das nicht nur wegen dem Wasser. Da ist auch der sexy Meermann Dylan, der ihr den Kopf verdreht. Es klingt halt, ich muss auch wirklich sagen, wenn ich das so vorlese, es klingt furchtbar platt. Lest euch das oder guckt euch das unbedingt mal an. Lest mal die Leseproben. Also die Leseproben werden euch schon sehr mitreißen. Ich habe ein Buch aus dem Fester Verlag, das... ich weiß nicht, ob es der Auftakt einer Reihe ist. Das nennt sich Big Head. Das ist geschrieben worden von Edward Lee. Und ich, Edward Lee, ne, ist ja auch einer meiner Top-Autoren. Ich liebe den auch total. Und oh, das blendet ganz schön so.
Und ich glaube, dass das wüsste Christinchen jetzt auch, dass das ich glaube nicht, dass es ein Auftakt einer Reihe ist, aber es gibt Bücher, die dazugehören und die habe ich mir gekauft. Ich lese euch einmal vor, worum es in Big Head generell geht. Nachdem sein Großvater gestorben ist, sitzt Big Head ganz allein in der Hütte irgendwo im tiefen Wald von Virginia. Mal gucken, was der Loki hier macht. Als das letzte Fleisch verzehrt ist, treibt ihn der Hunger hinaus in die Welt da draußen, von der er bisher nur von seinem Opa gehört hat. Wer oder was ist Big Head? Wieso hat er einen Kopf so groß wie eine Wassermelone? Ist er ein mutierter Psychopath? Was auch immer er ist, Big Head ist unterwegs und hinterlässt eine Spur aus Blut und Grauen. Ja, und ich fand, also den Roman fand ich genial. Da gab es eine Stelle, die musste ich überblättern, weil ich es nicht konnte. Ich konnte es nicht lesen. Weil es nicht ging. Also ich bin da schon hart im Nehmen, aber das musste ich überblättern. Aber ein grandioses Buch. Und ich habe mir jetzt gekauft White Trash Gothic 2. Und da geht es eben auch um Big Head. Kann ich euch das vorlesen, ohne dass ich euch spoilere? Falls es euch interessiert, es ist ja natürlich Geschmackssache, nicht? Das ist schon sehr extrem. Nein, kann ich euch nicht vorlesen. Da würde ich euch spoilern. Das habe ich mir also gekauft. Und die Minotaures, auch von Minotaures, habe ich das richtig ausgesprochen? Auch von Edward Lee. Und da geht es um Nebencharaktere aus Big Head. Nein, 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 das lese ich euch auch nicht vor, aber das habe ich mir eben auch geholt. Also die Bücher von, die sehen natürlich extrem aus. Und das liegt einfach nur daran, dass sie aus der Rubrik sind, Fester Extrem. Also das muss man mögen. Ich liebe Fester Verlag. Ich liebe eigentlich alle Rubriken im Fester Verlag, ob das die Fester Extreme Bücher sind, wie diese hier, oder die, Moment. Ich habe hier zum Beispiel die Blood and Roses Reihe, das ist jetzt mal der erste Teil, oder Tears of Tess. Das sind die Dark Romance, ist aus der Dark Romance Rubrik von Fester. Oder hier All die Finsternis inmitten der Sterne, das habe ich gelesen. Mein Gott, Leute, das ist auch ein Buch. Fester hat viele verschiedene Rubriken und was ich an dem Verlag so unheimlich gerne mag, und das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich den Verlag so liebe, ist, dass es bei Festa keine Tabus gibt. Und bei welchem Verlag hat man das? Also das ist wirklich für Fans und für Fans ohne Tabus. Und ich bin ein ganz großer Festa-Fan, ja, aber da erzähle ich euch nochmal separat etwas zu. Christinchen ist ja auch ein ganz großer Festa-Fan, die ist sogar noch ein größerer Festa-Fan als ich. Und ja. Also ich werde den Verlag auch weiterhin unterstützen, gerade jetzt in dieser Krise, und schaue, dass ich mir die Bücher dort aus dem Verlag direkt kaufe. Und ich bin ganz, ganz froh, dass ich die beiden Bücher gekauft habe und die noch zu meiner Sammlung dazu packen kann. So, ihr Lieben, das waren meine Neuzugänge. Ich würde gerne sagen, dass es die Neuzugänge der letzten 3 Monate waren. Weil das relativiert sich dann wieder. Ansonsten habe ich echt ein Problem. Ich habe schon ein Problem, weil ich nicht mehr weiß, wo ich die Bücher unterbringen soll. Und ich möchte mit Sandra ja unbedingt ausmisten. Beziehungsweise, Sandra mistet nicht aus, das kann sie nicht. Aber ich würde mich gerne von ein paar Büchern trennen, einfach weil ich keine Bücher in meinem Bücherregal haben muss, nur damit das Regal voll aussieht. Wenn ich die Bücher eigentlich aber gar nicht mag oder nicht mehr lesen werde. Und dann habe ich hoffentlich Platz für die. Da hinten steht auch noch eine ganz große Kiste für die neuen Bücher. Schreibt mir doch mal bitte in den Kommentare, was das letzte Buch ist, das ihr euch geholt habt. Das würde mich auch mal interessieren. Und seid ihr auch so ein großer Fester-Fan wie ich? Kennt ihr Fester überhaupt? Ich packe euch mal in die Infobox den Link zur Homepage vom Fester Verlag und schaut euch da mal um. Da ist hundertprozentig für jeden etwas dabei. Also Fester ist ja so schön kategorisiert in die verschiedenen Rubriken und da findet jeder etwas. Und wenn ihr Fans von tabulosem Schreiben seid, dann ist Fester auf jeden Fall was für euch und dann solltet ihr euch unbedingt mal dort umsehen, und dann versteht ihr vielleicht auch, warum ich so ein riesen Fester-Fan bin. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Darüber freue ich mich wirklich immer sehr und abonniert auch den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns nächsten Sonntag, hoffentlich zu den Neuerscheinungen. Wenn es die Neuerscheinungen werden, dann wird das total innovativ. Also dann wird es sehr lustig, aber ich will jetzt nicht zu so viel versprechen. Vielleicht klappt das technisch auch gar nicht. Aber ich stelle es mir schon sehr lustig vor. Wenn es nicht klappt, dann verrate ich das euch auf Instagram. Darum schaut auch mal auf Instagram vorbei. Jetzt gibt meine Stimme nach. Ich muss Schluss machen. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.